Stefan, es tut mir leid, wirklich, es tut mir vom Herzen leid, aber es muss heute einfach sein. Und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Squad-Builder-Battle. Heute aber kein normales SBB, denn wir pranken heute Stefan. Ich glaube, viele von euch haben es mitbekommen. Ich wurde vor kurzer Zeit selbst geprankt und das tut mir immer noch im Herzen weh, denn ich musste über 6 Millionen Coins discarden und das zu Unrecht. Und irgendwie habe ich immer noch Frust. Irgendjemand muss hinhalten. Es ist heute Stefan. Es tut mir leid, aber es muss einfach sein. Ich muss meinen Frust rauslassen. An der Stelle gehen Grüße raus an Hamed, der mich geprankt hat. Hamed, du bist aber nicht entkommen. Du wirst auch noch geprankt und du wirst es bald erleben. Wer den Prank sehen will, kann jetzt schon mal zum Start des Videos ein Like da lassen. Kostenlos den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr das nicht mehr. Stefan weiß von nichts und ich hoffe, er wird es auch nicht bemerken. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Wir tun einfach mal so, als ob das Video jetzt erst beginnt. Yo, was geht ab, Freunde? What's poppin' YouTube und willkommen zu einem weiteren SBB. Heute Food Fantasy, Timo Werner versus Antoine Griezmann und mit dabei Steph, was geht? Was geht ab? Ich bin am Start heute mit einer Endgame-Karte. Wenn er denn 1, 2, 3 Upgrades bekommt. Er könnte sogar auf eine 95 hochgehen. Das wäre wirklich wild. Und die Playstyles, was hat EA da getan? Also diese Food Fantasy-Karten sind völlig übertrieben gut, ne? Wenn ihr welche zieht, wenn ihr welche irgendwie bekommen könnt auf dem Markt, schnappt zu. Die sind geisteskrank. Live-Karten, wie Stefan gerade schon gesagt hat. Ja, also wenn die Spieler Upgrades bekommen, dann sind das Endgame-Karten. Lasst gerne ein Like dafür, mehr SBBs. Stefan, sollen die ein Like da lassen? Ja, ne? Ja! Dann könnt ihr auch 5000 Likes schaffen, sage ich euch ganz offen und ehrlich. Lasst auch gerne kostenloses Abo da, dann verpasst ihr keine Videos mehr und du darfst gerne die Tafel reinhalten. Okay, Schnellstarter. Tafel ist drin und ich habe mir ein bisschen was überlegt. Ich bin den anderen Weg gegangen, würde ich sagen, heute mal. Ich fange mal mit meiner linken Mittelfeldkarte an, denn da spielt ein Spieler, der kostet einiges an Coins. Ich schaue mal gerade nach nebenbei, was der Wert ist, Preisvergleich. Ja, doch, knapp 8 Millionen. Ronaldinho El Gaucho. Ich muss ihn spielen, Bro. Ich muss ihn spielen. Im Sturm habe ich dann eine weitere Karte, die kostet, ich mache mal einen Preisvergleich. Ja, doch. Eine Million? Doch, so 12 Millionen und das ist Team of the Year Haaland. Alles klar. Ja gut, ich wusste nicht, dass wir heute bei einem 100 Millionen SBB sind. Ich habe aufgeschrieben, Perisic hätte gute Chemie gegeben und die Icon vom Bomber, vom Müller. Aber Haaland hatte ich auch, weil ich weiß, du hast den. Aber dann chemiemäßig musst du ein bisschen pushen noch. Ja, aber Ronaldinho und Haaland und Timo Werner machen, glaube ich, schon genug alleine. Die drei alleine reichen eigentlich schon. Ich kann sonst Bronze-Spiele reinstellen und ich gewinne trotzdem. Okay, das ist eine Ansage. Erzähl, was hast du? Ich habe rechts Mittelfeld und Stürmer aufgeschrieben. Alles klar, gut. Ich starte erstmal im rechten Mittelfeld und da habe ich auch eine neue Karte. Und das ist Molina, eigentlich Rechtsverteidiger, kann aber auch rechtes Mittelfeld. Mhm. Und der hat einen Whipped Pass. Whipped Pass, Whipped Ass. Man munkelt, den habe ich sogar schon gezogen. Aha, ja, vielleicht hast du den dann auch aufgeschrieben. Linker Stürmer, Icon. Preisvergleich. Ah, komme ich nicht ganz an 12 Millionen dran, aber über 3 kostet der Mann. Ich sehe dir. Nein! Oh, Molina habe ich nicht. Ich habe aber Eusebio. Echt? Wie kommst du auf den? Weiß nicht, Bro. Ich wollte vorhin noch die SBC machen, hab geguckt, ob es die noch gibt. Die gab es nicht mehr. Und dann habe ich die natürlich nicht gemacht. Irgendwie war das so in meinem Kopf drin, dass du die vielleicht gemacht hast. Eusebio und Ousmane Dembélé habe ich aufgeschrieben. Ey, das ist schon, das ist random. Also das, Bro, ich weiß nicht, aber gut, ne? Ja. Glaube ich dir mal. Ich benutze den Torhüter. Den Torhüter, alles klar. Ja, dann glaube ich, muss Griezmann heute alleine regeln. Aber Finesse Plus hat er noch, oder? Finesse Plus hat er und Technical. Das ist schon... Dann regelt er das auch alleine da vorne im Sturm, sage ich. Boah, aber das ist schon Ansage jetzt hier mit Eusebio raus, Keeper rein. Richtig, okay. Richtig. Molina hätte ich auch gerne gehabt, aber ich dachte, der kommt vielleicht als Rechtsverteidiger. Machen wir weiter mit dem Mittelfeld. Auf geht's, wir gehen in die nächste Runde. Bei mir erkennt man nicht mehr ganz so viel, aber mit ein bisschen Fantasie, mit ein bisschen Scharfsinn und Brille, vielleicht geht das. Oder einmal reinzoomen. Ich setz mal die Brille auf, die Lupe. So, hier die Lupe ist drauf und ich füge meine Spieler ein. Rechts Mittelfeld, wir gehen mal nicht so teuer wie eben. Wir gehen diesmal in die Bundesliga mit Leroy Sané. Super Mann, super Typ. Kommt natürlich auch ein Perfect Link dazu. Die SBC-Karte von wem, Stefan? Von wir haben die Bayern, wir haben den Ball, wir passen den Ball. Ja. Kimmich, richtig. Und dann, wir brauchen noch Chemie für Erling Haaland. Wir haben eine weitere Team of the Year Spieler mit dabei. Sein Name ist nicht De Bruyne, nicht Bellingham, nicht Rodri, sondern Rodri. Aha, du hast mir kurz Sorgen gemacht. Wieso? Ich habe aufgeschrieben Cole, was man vielleicht nicht ganz so gut erkennt. Hier steht's. Genau hier einmal hingucken.
Dann habe ich aufgeschrieben Musiala, knapp daneben, aber auch vorbei. Und Rodri. Mit einer 1-1. Menge Fantasie. Yep. Das ist natürlich sehr bitter. Ja, wie schmeckt der Bronze-Keeper? Sag's ja? Mal. Oder Bronze ZM. Du errätst bestimmt noch was in der Innenverteidigung oder so. Ja, ich bin confident, aber safe. Safety first. Also Bronze Keeper. Yes, let's go. Okay, da tue ich mir hier wieder diesen Weiher rein und dann halte ich jetzt mal meine Tafel rein. Ah, Feuer. Hier, die Lupe wieder aufsetzen, weil bei mir, bei mir erkennt man ja was, aber trotzdem. So. Okay. Du hast eben so ein paar Namen in den Raum geworfen. Linkes Mittelfeld. Es ist heiß. Das Ding ist, eigentlich habe ich andersrum gebaut, also Griezmann LS, und dann wäre er unauffällig gewesen. Ich muss aber dazu sagen, ich will halt auch natürlich irgendwie so seine Finesse-Shots ein bisschen prüfen und einfach mal testen. Deswegen habe ich links Rafael Leao und den in Rot. Das ist eine Kombi. Die meisten roten Karten sehen scheiße aus, aber du kannst mir erzählen, was du willst. Diese Karte ist wahrscheinlich einer der schönsten überhaupt. Aber du Rafael hast nicht den 92er, oder? Ich habe den 88er. Also der kostet aber auch knapp eine Mio. Ist auch super. Ja, rechter ZM, Wesley Sneijder. Okay. Der kann was. Und dann habe ich im linken ZM. Da sind wir jetzt auch wieder bei so einem Ding, muss ich ehrlich sagen. Da kannst du theoretisch gar nicht drauf kommen, weil er hat keine Special-Karte. Aber mit einer Evo konnte mal hübsch was machen. Tchouaméni. Tchouaméni ist schwer, ne? Kamavinga hätte ich schon aufschreiben können, aber Tchouaméni ist schwer. Rafael Leao ist aber dafür auf der Tafel. Ach komm, und das war das Risiko. Aber das war das Risiko wegen dem Finesse. Und jetzt sind die Portugiesen alle raus. Jetzt sind die Portugiesen raus. Eusebio und Rafael Leao. Das war zu auffällig, Bro. Ja, und da sagt mal einer wirklich, beim SBB kann man nichts mehr erraten. Doch, kann man, wenn man so scharfsinnig wie Wakes ist. Natürlich, Bro, natürlich. Machen wir weiter mit den Außenverteidigerpositionen. So, es ist Zeit für die Außenverteidiger. Ich bin mal gespannt, was du aufgeschrieben hast, denn ich habe Spieler mitgenommen. Ich glaube, auf die kannst du schwer kommen. Zumindest auf den Linksverteidiger kannst du schwer kommen. Hältst du rein? Ja, aber sag mir nicht, dass es Zinchenko ist, weil den habe ich überlegt. Nein, es ist eine Hero. Aber jetzt kommt das Abo. Aber es ist eine Foot Fantasy Hero, die auch nochmal über 1 Million Coins wert ist. Und der Name ist Lizarazu aus der Bundesliga. Digga, das Team ist so krank. Stell mal vor, Rodri wäre hier noch drin. Alter, stell mal vor, das Team wird so aussehen, Junge. Ich kann nicht mehr. Und auf der rechten Seite, ich weiß gar nicht, ob ich ihn noch im Verein habe. Nee, ich muss ihn noch kaufen. Es ist mein Kumpel. Und Kompane, bester Freund, Alexander, Alex. Alles klar, ja, voll daneben gegrätscht. Ich bin mit Havertz und mit Upamecano gegangen. Havertz und Upamecano. Aber ist denn jetzt dein Werner schon voll? Mein Werner ist voll, ja. Okay, ja dann, alles richtig. Mein Haaland ist auch voll. Nice. Mein Rodri ist auch voll. Wahrscheinlich nicht, wegen Rodri. Ja, ja, genau. Komm halt mal rein jetzt. Okay, ich halt rein. Alles klar. Also wenn du auf die beiden Spieler kommst, weiß ich auch nicht. Weil wenn du jetzt mein Team siehst, bis auf Leao sind alle voll. Und ich habe einen Move gemacht, den traust du mir nicht zu. Doch. Ich bin nämlich gegangen links mit Alex Balde. Und das ist ein Barcelona-Talent. Hast der du Mann diese hat eine große Future Stars? Was ist? Nein, Alex Balde ist irgendwie grün. Winter Wildcard. Ah, der hat noch eine Future Stars. Ich dachte, du hast den. Alex Balde hat noch eine Future Stars? Ja, Mann. Ehrlich, habe ich den falschen geholt? Egal. Ach, krass. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Ja, schade, Marmelade. Rechts habe ich Jesus Navas. Jo, Alex Balde steht hier auf der Tafel. Was? Und das ist super. Also ich sag mal so, ich habe in der Innenverteidigung und im Tor ganz wild gebaut. Wenn du darauf kommst, weiß ich ganz genau, was hier gerade passiert. Wie, was soll hier passieren? Ja, ja. Was soll hier passieren? Ich weiß auch nicht. Sag du es mir. Ja, was, Balde, hä? Tchouaméni und ja, so braucht doch noch Chemie. Okay, alles klar. Ja, Tchouaméni braucht Chemie. Ich weiß nicht, in welcher Welt du gerade lebst, aber eigentlich braucht er keine Chemie. Ach so, ja, dann halt nicht. Okay, Bro, alles klar. Dann gehen wir jetzt ins Finale. Boah, die letzte Runde. Du hast gerade echt viel erzählt, während wir hier die Spiele aufgeschrieben haben. Was hast du am Ende des Tages auf deiner Tafel? Ich bin sehr gespannt. Ich füge wieder ein, okay? Ich habe eine Mission. Also, ich bin auf diesen Trichter gekommen, weil ich glaube, dass das wirklich eine heiße Fährte ist. Das hier allerdings könnte auch am Ende ein Eigentor gewesen sein, weil ich dir das gerade erzählt habe und du vielleicht noch ein bisschen was geändert hast. Aber du musst jetzt wirklich mit offenen Karten spielen, wie du es gemacht hast. Ja. Und zwar hast du gerade ganz viel vor dir hingesabbelt. Mit Tomori, mit Van Dijk. Und da muss ich dir sagen, warst du auf einer ganz, ganz guten Fährte. Denn ich bin mit Van Dijk gegangen. Dann bin ich auf der Innenverteidigerposition mit Tomori gegangen. Und dann bin ich im Tor mit Mucho Munyanyo gegangen. Ei, ich muss ehrlich sagen, zuerst war ich komplett auf der falschen Fährte.
Und dann? Ich war voll am Glatteis unterwegs. Ich dachte mir, wegen Trent, dass du noch so ein bisschen in die andere Liga gehst. Und es gibt so einen richtig guten Link mit Letizia und mit Earps. Das ist ein Perfect Link von Man United. Und dazu habe ich Bright aufgeschrieben. Dann habe ich Bright... Ja, aber was hast du jetzt aufgeschrieben am Ende des Tages? Digga, Van Dijk, ich erzähle gerade eine Story. Du musst mir zuhören, es gibt eine Pointe. Also Van Dijk raus und Tomori und Maignan bleiben drin. Die bleiben drin, aber zum Glück habe ich mich nochmal umentschieden. Digga, also du hast mir Rodri und Van Dijk rausknallt. Das sind meine zwei wichtigsten Männer eigentlich, sag ich dir ehrlich, ne? Ja, okay, das ist ja kein Ronaldinho und Haaland noch, die vielleicht so ein bisschen deinen Arsch retten. Ja, aber trotzdem, Bro, das ist trotzdem sehr hart. Oh, eine Runde Mitleid. Ja. Komm, halt mal die Tafel rein. Ich bin gespannt, ob du mich eben verarschen wolltest mit diesem, du hast so undercover gebaut, dass ich nicht drauf kommen kann, oder ob du mir einen Tipp gegeben hast. Erzähl mal. Okay, Bro, was hältst du davon? Ich habe jetzt einfach mal eingefügt und du erzählst jetzt mal, was du auf deiner Tafel hast. Okay. Ist das ein Deal? Das ist von mir aus ein Deal. Können wir so machen. Okay. Also, ja, dann ich schieß los. Ey, aber verarsch mich, sind die Spieler schon drin? Ja. Okay. Ich bin mit Portugiesen gegangen. Erzähl, war es gut oder war es schlecht, dass ich mit Portugiesen gegangen bin? Vielleicht hast du einen. Ich bin mit Ruben Dias gegangen. Hab ich ihn? Mach weiter. Ich bin mit Danilo gegangen. Dann hast du den Torwart auch nicht. Und ich bin mit Costa gegangen. Wer ist Costa? Costa. Cordales? Portugiese. Kenn ich nicht. Costa. Ah. Ich hab's ganz einfach gemacht. Theo Hernandez, Innenform, kann Innenverteidiger. Dann ist Leao theoretisch voll. Dann bin ich mit bisschen Frankreich gegangen. Simacan, neue Liga. Und Radetzky. Und somit alles full. Aber ich muss natürlich ein bisschen was rausnehmen. Aber theoretisch wäre alles voll. Kannst du dich eben daran erinnern, dass ich dich gefragt habe, ob eine Eiskarte zählt? Oder Feierkarte? Ja, aber das Ding ist ja, ich habe ja noch einen zusätzlichen mit Simacan. Also es sind ja zwei aus der Bundesliga. Ja, sonst wäre es wirklich ein bisschen billig. Aber ja, ja. Ich löse den Prank auf. Das war auch nur meine erste Version, die ich eben aufgeschrieben habe. Und ich habe Radetzky. Ja, und ich bin der Weihnachtsmann. Morgen wächst mir ein Bart, Alter. Wen willst du verarschen? Ich habe Radetzky. Ja, ja, schon klar. Ich hab Radetzky, Bro. Ich löse den Prank auf. Ich spiele nicht mit Griezmann für 5,7 Millionen vorne drin. Der Food Fantasy. Ich habe leider nur den Player of the Month. Hä? Der ist gar nicht auf dem Markt, Bro. Wie soll ich den bekommen? Du hast den gesniped. Ja, ja. Ich snipe dich gleich auf den Platz. Und zwar hole ich dir ein paar Finesse-Dinger mit dem rein. Was denn arbeitest du jetzt da? Radetzky kommt raus. Ja, okay, komm. Aber wenn du mir nachher mit Hamed Lukos-Style kommst, dann Hast du gesehen, was der Typ mit mir gemacht hat? Bruder, du weißt, dass ich sowas niemals machen würde. Okay, alles klar. Ja, dann packe ich mal ein bisschen Bronze rein und dann schick mir mal eine Ladung. Mach ich. Ich hole mir erstmal noch einen Bronze-Innenverteidiger. So, zeig mal her, was du hier mitgenommen hast. Was du hier für eine Bronze-Seite hast auf der linken Seite. Ui, Leiton, der ist bestimmt groß. Digga, Haaland, gar keinen Bock. Ey, Ballie habe ich erraten. Du hast ihn reingestellt, echt? Den habe ich erraten. Oh, da muss ich, ja, sorry, das war wirklich, komm, lad nochmal neu ein. War kein Dings, war Prank. Der Prank nicht. Ich habe jetzt übrigens noch die anderen Bronzespieler wieder ausgetauscht. Jetzt steht Fullteam. Ja, jetzt sieht's schön aus. Jetzt sieht's schön aus. Ach, so, nämlich. Die ganze Seite wurde hochgenommen. Ja, ich werde mich jetzt komplett reinhängen hier. Schwitzermodus aktiviert. Okay, bin mal gespannt, was hier geht. Auf ein gutes Game. Möge der Bessere gewinnen und der Schlechtere discarden. Let's go, komm. Ey, wenn ich verlieren sollte, ne, du weißt, ich habe Griezmann. Ja, ich habe Griezmann. Ja, das ist dein eigenes Pech. Ich habe Haaland und ich habe Ronaldinho. Boah, ich muss ein bisschen mit, ich muss mal mit dem auch ein bisschen probieren, ne? Kimmich. Ah, oh, oh. Hä? Hä? Aha. Guck mal jetzt. Ja, oh. Werner arbeitet mit nach hinten. Jetzt, schnell. Ja. Oha, ist er am Kombinieren. Nein, der noch ja, ist der Ball drin. Ich hab dich, Molin. Ey, Schiri, da ist die erste Gelbe fällig. Oh, oh. Hä, oh, oh. Bro, oh mein Gott. Der ist fast reingegangen durch irgendeinen Bug oder so. Ich kann das alles nicht. Ey, hör auf mit der Scheiße. Aber warum schießt er mit rechts? Hat der einen Schaden oder was? Oh, oh. Oh, oh. Der Mann ist Zucker. 20 Minuten gespielt, erster Schuss, klingeling. Und der erste Schuss klingelt in meinem Tor, ey. Und ich bin da vorne und spiele den Ball nochmal rüber und krieg's nicht hin, ey. Es war nicht mal Time Finish. Oh, Griezmann ist wirklich einfach. Zu OP. Oh mein Gott, Haaland. Oh mein Gott. Digga, du hast mich so ins Leere geschickt. Ja, und trotzdem wird es belohnt für dich, ey, weil du die ganzen Bronze hast.
Guck dir das an, wie. Oha, was für ein Druckpass vom Keeper. Hör mal auf! Ey, ich krieg Schiss, Mann! Scheiße. Ja, du musst Haaland mitnehmen. Haaland. Boah, Digga, ist das ein Bulle! Haaland! Ach du Scheiße. Lass das sein. Haaland! Oh, nein. Der kleinste Mann auf dem Platz. Der kleinste Mann auf dem Platz mit Cojones. Boah, Wesley Sneijder. Alter, mein Bronze-Torwart, das kannst du keinem erzählen. Ich sag's dir, der spielt solche Bälle, ne? Musst du eigentlich schon den Keeper? Ja, ich hab sogar gemoved, Digga. Ey, Bruder, der schießt zweimal auf mein Tor, macht zwei Tore. Ich schwöre, das ist unfair. Und ich versuche hier alles und das... Ey, Mann, ich kann das nicht. Konzentrier dich. Ey, das ist wirklich wild, weil ich habe halt wirklich, also bisher noch gar nichts auf den Platz gebracht, außer diese Schüsse. Boah, ich hätte den so gern genommen. Ja, und dann, was? Oh, der gibt den sogar noch was. Ey, Bruder. Komm, jetzt schnelle Welle. Der ist drin. Das ist Lerntrick. Bruder, was passiert hier? Griezmann, Alter, wirklich. Nenn das Video einfach, bester Stürmer im Game, 5,7 Millionen Mann. Antoine Griezmann. Guck mal, wo er den hinspielt. Digga, das war ein X-Pass. Es ist wirklich, das ist fischig hier. Was hier abgeht, ist wirklich richtig fischig. Und dann mache ich jetzt so ein Tor. Oh mein Gott! Was passiert? Oh mein Gott, das ist verkauft. Das ist verkauft. Der Theo rennt den so weg. Boah, Digga, Theo ist ein Monster. Guck dir das an. Alter, was passiert hier? Ja, komm, weiter. Der kommt zurück. Weiter. Oh. Oh, wenn der fällt. Durch die Beine. Du mit deinem Scheiß durch die Beine. Dann hast du da war mal was. Oh mein Gott. Boah, der ist fast wieder reingegangen. Wie viele Meter sind das überhaupt? Du schießt einfach von der. Egal. Ansatzlos mit dem. Komm ran. Simakam wartet. Ja, eins noch. Oh, jetzt könnte es böse werden. Oh mein Gott, er lässt ihn fast rein, ey. Was war das für eine komische Animation? Der jetzt macht er richtig Druck. Klär den Ball einfach irgendwie. Ja! Nein, ich hab ihn sogar noch gestellt. Oh mein Gott, Bro, mit wie viel Ach und Krach muss ich hier diese Tore schießen, ey? Oh. Wie machst du das, Digga? Das ist krass. Oh. Ständiger Druck angehabt, alles, Bro. Erstmal ständiger Druck wieder rausnehmen. 2 Minuten habe ich noch. 2 Minuten, Griezmann und Joe. Nein, gib mir doch noch einen Angriff. Ach komm, Digga, wir gehen echt in die Verlängerung. Oh. Griezmann. Diesmal steht er aber schon 7 Minuten, Digga. Schade, ich glaube gleich kurzes Eck. Einfach aus Prinzip. Ja, die verstecken Sneijder, sich aber Junge. Auch alle, Digga. Ja, das ist krass. Oha, kein Foul. Kimmich! 4 zu 3 von 0 zu 3. Junge. Ah, das war nicht Kimmich, das war Werner, Digga. Der hat 5 Stände schwacher Fuß, deswegen fliegt der Ball so gut. Digga, der sieht aus wie Theo Hernandez. Oh ja. Das Problem ist, da steht ein Keeper, aber Asane bewegt sich und dreht sich besser als dein Ronaldinho. Schon mal aufgefallen? Digga, das juckt dir nicht mal, dass ein Haaland da gegen ihn in den Zweikampf geht, ne? Spiel. Krisi! Oh mein Gott! Was passiert hier? Abseits. Ey. Guter Ball. Oh, sehr guter Ball. Haaland! Digga, endlich Haaland! 5-3, jetzt. So habe ich mir das vorgestellt, wenn du 4 Bronze hast und nicht irgendwie 0-3. Oh. Ach du ja. Scheiße, Digga. Ja. Ich krieg keinen Spieler mehr angewählt. Werner. Und das ist das 6 zu 3. Ey, was passiert hier? Erling Haaland. Junge. Digga, du hast 6 Tore in Reihenfolge gemacht. Und das Ding ist noch nicht vorbei. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Und das Ding ist, wenn du weißt, es stand für dich 3 zu 2 in der 90. Minute. Komm, jetzt mach nicht dein Maul auf, Alter. Sonst drehe ich dir gleich auch noch einen Tor. Rein. Tor! Und das ist das 7 zu 3. Ja! Und damit habe ich dich genommen, ey. Von 0-3 auf 7-3. Und 90. Minute stand es 3-2 für dich. Oh, und das Spiel ist durch. Wird mir stinken.
wird mir stinken an deiner Stelle jetzt. Warte mal. 3 auf 4 auf 5 auf 6 auf 7. 4 Discards? Aua. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Du darfst. Ich darf? Ah, weiß ich noch nicht. Warte kurz. Darfst du? Einmal 4 Discards. Ja. Wo kamen die jetzt her? Ich dachte, das ist schon. Ja, ich dachte echt, ich kriege heute die dickste Klatsche. Ist das verrückt, ey. Boah. Dickste Klatsche zur dickste Klatsche für dich. Schieß los. So, ich fang an. Pick Nummer 1. Stefan, bist du ready? Bin ready. Ich gehe auf die rechte Seite. Und ich nehme deinen rechten Innenverteidiger. Dann bleibe ich auf der rechten Seite. Und nehme deinen Rechtsverteidiger. Aua. Dann gehe ich auf die linke Seite und nehme den linken Innenverteidiger. Aua. Und dann gehe ich nochmal nach rechts oder bleibe ich links? Ich bleibe links und nehme deinen Linksverteidiger. Aua. Wen habe ich getroffen? Bro, du tust mir weh. Du triffst Simakan, Snyder, Hernandez und Valier. Wie viele Coins sind das? 2 Millionen. Nach einer 3-0, nach einem 3-0 wird mir das stinken. Ja, es tut weh. Der Herr Snyder ist wirklich, aua, 1,5 Millionen. Theo dann auch nochmal 350k. Ja, knapp 2 Millionen. Wer war der rechte Innenverteidiger? Das war Simakan. Rechtsverteidiger war Snyder. Der Herr Simakan kostet Appel und Nei. 30k. Okay, bevor du die SBC machst, ich gebe dir nochmal Props, dass du hier 3-0 geführt hast, weil das war echt ein Prank und der ging fast nach hinten los. Digga, das ist. Das ist aber dein Prank, ging maximal fast nach hinten los. Mein Prank ging. Was glaubst du, ob ich hier nicht mehr geredet habe und geschwitzt habe, als wenn es um 1 Million Euro geht? Junge, ich dachte, ich verliere hier und prank dich dabei. Das wäre ja zu peinlich gewesen. Also, der Eusebio, muss ich ehrlich sagen, der war schon fragwürdig. Der war schon sehr, sehr fragwürdig. Ja. Leao, rechne ich mit. Kann man machen. Aber der Torwart, der Move, Bro. Komm in die Prankschule. Du musst diese 4 Spieler natürlich nicht discarden. Lass einfach so machen. Einfach mein erster Pick, also der Rechtsinnenverteidiger, den discardest du. Es war, glaube ich, Simakan. Anstatt 4 Leute zu discarden, mach einfach den weg und dann passt das. Aufkorrekt. Ach, ich muss sogar jetzt discarden, oder was für... Warum muss ich discarden? Ein Spieler, komm, hau weg. Oder lass einfach, wie du willst. Musst du auch nicht. Am Ende des Tages war das ein Prank. Man muss sowas auch nicht bis zum bitteren Ende durchziehen, so wie es bei mir war, wo ich dann auf einmal 7 Millionen oder so verloren habe. Also, Stefan, Digga, aber heftig, dass du hier 3-0 geführt hast. Lasst ein Like da, wenn ihr mehr Pranks sehen wollt, Freunde. Lasst ein Abo da. Und sorry, Stefan, dass ich es dich getroffen hat, aber ich musste irgendwo meinen Frust rauslassen. Ja, also nach Hamed kann ich das verstehen, aber wenigstens hast du es aufgelöst. Ja, das man darf es nicht zu weit bringen hier im Prank. Okay, Freunde, das war's. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao.